Ja, manchen Dingen, was ich meine, geht es sich um Recht oder nicht Recht haben. Scheißegal, ob Geld, nicht Geld, ob das, ob Politiker, ob Bürger, weißt du, was ich meine? Bei der ganzen Sache sollte es sich um Wahrheit gehen. Und scheißegal, wer das spricht, sollte Wahrheit zugesprochen kriegen. Ob das, selbst wenn das ein Obdachloser wäre und der 2 plus 2 sagt, dass es 4, sollte der Recht kriegen. Mehr Recht wie der, der Geld hat und sagt, ja, 2, aber plus 2 ist 3, weißt du, was ich meine? Darum geht's sich. Scheiß drauf, wer was, wo, wie, wo und was. Scheiß auf deren Geld, da können die Kurva Trilliarden, wenn die im Unrecht sind, sind die im Unrecht, weißt du, was ich meine? Ganz einfach, das ist das Problem dieser Welt so gesehen. Dass Menschen da sind, die irgendwas in die Welt setzen und auf ihrer Unwahrheit als Wahrheit beharren. Und weil die Geld haben, wird denen mehr geglaubt, wie denen, der ohne Geld irgendwas da, irgendwie Wahrheit sagt da. Guck dir nur manche Konzerne an, die zur Zerstörung der Welt beitragen. Und die Lebensdauer, denkst, verkürzen. Sie aber so viel Geld haben, dass sie so gesehen diese Wahrheit manipulieren. Und alle stimmen denen zu wegen dem Geld und so, weißt du, was ich meine? Und gucken nicht auf die Wahrheit, die nur weiterbringt, sondern gucken auf das Geld, das die von der Wahrheit wegbringt, so gesehen, in diesem Punkt. Geld an sich finde ich nicht schlecht, es ist gut, es kann viel zu Guten beitragen. Diese bestimmten Werte müssen nur verdreht werden, für die Geld so gesehen entlohnt wird, so gesehen. Es ist doch für jeden profitabler und vom Vorteil, wenn die Natur gestärkt, nicht vergiftet, weniger vermüllt wird und diese Ressourcen, die sie selber braucht, nicht so gesehen verbraucht werden, anstatt umgekehrt. Und das liegt in unserer Verantwortung, in dieser Welt so nachhaltig zu halten, handeln, dass es für ganz lange so gesehen diese Welt erhalten bleibt. Guck dir Aquarium an oder guck dir Terrarium an oder Biotop. Wie schnell du das, wenn du sowas hast zu Hause, wie schnell das kippt und kaputt gehen kann und das Leben da drin sterben kann. Wenn ein Mensch nicht aufpasst mit seinen Handlungen und seinen parasitären Dasein und immer so macht, wie der gemacht hat, und Dinge nicht einsieht, wird er dazu beitragen, dass die Welt eines Tages aufgrund seines Handelns kaputt geht. Weißt du, was ich meine? Wenn bestimmte Werte kippen, Dinosaurier sind sogar gestorben wegen Umweltbedingungen, die so gesehen nicht so waren, wie sie sollten. Ja. So, und zu Krieg, jeder Krieg betrifft uns, aber wir werden nie irgendeinen Einfluss darüber gewinnen. Die wird es immer geben, so gesehen. Weil der Menschen sich dazu denkt, so gesehen immer wieder neigen werden, diese Kriege zu entfachen und Menschen immer den folgen werden, weil die diese Menschen als etwas ansehen und keine Ahnung. Naja, ich bin der Meinung, der Mensch soll anfangen, in der Welt alles Schlechte zu bekämpfen und nicht sich gegenseitig Gute gegen Gute so. Oder was weiß ich was, weißt du, was ich meine? Sondern lernen alles das Schlechte, was den so gesehen von der Wahrheit abbringt und dazu Verblendung bringt und keine Ahnung, bekämpfen und sich der Wahrheit annehmen, dafür zu kämpfen. Umso mehr Erkenntnis wir haben und umso mehr an Wahrheit wir anknüpfen, die zur Lösung beitragen kann. Weil sie das Problem in der Lage ist zu lösen, ne? Aufgrund, dass wir uns in die Richtung der Wahrheit bewegt haben. Umso mehr können wir uns und werden in der Lage sein, uns zu helfen. Und unsere Meinung ist völlig dabei egal oder sollte dabei egal sein. Es geht sich darum, um diese Erkenntnis der Wahrheit, die notwendig ist. Oder ist bei Mathematik wichtiger, was du meinst? Oder ist das entscheidend, wie das Ergebnis ist und die Wahrheit dessen ist, was zum Ergebnis beiträgt. Weißt du, was ich meine? So musst du das auf die gesamte Struktur verlegen und so musst du das anwenden. Weil nur das entscheidend sein wird für das Ergebnis, was dabei rumkommt später.
in dem Ganzen? Tust du in irgendwelcher Denkweise falsch denken, im Gesamtstruktur des Denkens? Führt das nicht zu gewünschten Ergebnis, so gesehen, am Ende, sondern jeder Fehler oder jedes falsche Denken im Gesamtprozess wird dazu beitragen, dass das Ergebnis verfälscht wird und du auf ein Ergebnis kommst, was dich nie zu dem Ergebnis führt, wo du, wenn du ankommen würdest, wenn du in allen Punkten korrekt handeln würdest. Die Menschen verschwenden zu viel Zeit mit ihrer Meinung, anstatt sich auf die Wahrheit zu fokussieren, die sein muss, sein sollte oder sein oder gegeben ist. Manche suchen gar nicht danach, die scheißen da drauf. Du kannst manche mit Wahrheit konfrontieren, die werden ihre Meinung besser akzeptieren, weil das die besser ihnen passt und sie gar nicht in der Lage sind, Wahrheit zu akzeptieren aufgrund deren moralischen Vorstellung und den alten Denken, an denen sie festhalten. Manchmal muss man sich von allen lösen, um die Wahrheit zu erkennen, was man weiß, was man denkt und sich neu ordnen und so gesehen zu der Wahrheit aufschauen, die gegeben ist, in Form von Wirklichkeit so gesehen, und das Alte manchmal sein lassen, was dich davon trennt, sich ihrer anzunehmen. Sonst gibt es keine Entwicklung, keine Zukunft, weißt du, was ich meine? Wenn die Wissenschaft so gedacht hätte, dass die das alles glauben, was die Kirche damals gesagt hat, die würden niemals weiter vorankommen und es gäbe keine Entwicklung heute. Das ist wie ein mathematisches Ergebnis, was falsch ist, festzuhalten, jahrelang, und nicht davon bereit sein, loszulassen. Kommst du nie zu Ergebnis, Besserung, weißt du, was ich meine? Manchmal muss man neu überdenken und sich neu ordnen. Und von dem ganzen Quatsch, den man da gelernt hat, loszulassen und sich neuer Denkweise annehmen, die einen weiterbringt. Die Menschheit macht leider den Fehler, dass die an ihre Kinder das alte Denken und die Strukturen, die manchmal falsch sind, weiter übergibt, von Generation zu Generation. Und das trägt dazu bei, dass nur bedingt Entwicklung gegeben ist. Man muss sich von den alten Denken und den alten Strukturen komplett lösen, irgendwann mal Bruch machen und sich neuen komplett annehmen. Dann wird das bedeuten, dass wir uns so gesehen in eine Richtung bewegen werden, die so gesehen wahrheitsgemäßer ist wie das alte Denken, was uns davon abgebracht hat.